preocupado el presidente anaranjado, viendo que las elecciones las perdió. Solicita a los que le hacen los mandados que se apuren, pues la fiesta terminó. Y mirando que se va a acabar el varón, han formado un titingo. Se han negado a abandonar la Casa Blanca, a la silla del despacho se amarró. Los pelitos que le quedan los arranca, bataleando por la rabia que le dio. Y mirando a Cuba con sus patas blancas, de cabeza se tiró. El que tenga confusión que se confunda, el que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros los dejemos, y eso no va a suceder. Con la conga de los hoyos no te metas. Mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeta. De La Habana pa' Santiago, defiende lo tuyo, cubano. Que no te metas con mi tierra, que mi Cuba se respeta. Tiene miedo, tú conmigo no te metas. No, no te metas. Hey. Oye, soquetón, mi alegría te molesta. No te metas. Porque tú me conoces bien en todas mis facetas. No te metas. Que no tenemos miedo, sal de ahí, no abras esa gaveta. Guten Abend und herzlich willkommen. Ihr seht meinen Namen. Ich bin Petra Wegener von der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba. Ich begrüße alle ganz herzlich, die zu der heutigen Online-Veranstaltung dabei sind und freue mich sehr, dass ich euch moderierend durch diese begleiten darf. Das Eingangsvideo Con Cuba no te metas sagt, wie wir zu Kuba stehen und Kuba, wie standhaft es ist. Leg dich ja nicht mit Kuba an. Und der Titel unserer Veranstaltung ist Viva Cuba heißt Unblock Cuba. Unblock Cuba, das ist eine Kampagne, die heute unser zentrales Thema ist, in der mehr als 100 Kuba-Soli-Gruppen, Medien, Parteien, Vereine aus 27 Ländern in diesem Jahr dabei sind und die Kampagne unterstützen. Wir wollen nicht nur den Druck auf die US-Regierung ausüben, sondern vor allen Dingen darauf hinweisen, dass die europäischen Regierungen auch in Komplizenschaft dabei sind. Und wir wollen heute sozusagen nochmal
mal Energie geben, damit wir alle möglichst viele hinter uns und mit uns vereinen, um dabei vorwärts zu kommen. Da freue ich mich sehr, dass wir als allererstes Professor Dr. Norman Pech bei uns begrüßen dürfen. Er wird etwas zum jahrzehntelangen Wirtschaftskrieg gegen Kuba sagen. Ich freue mich sehr, dass er als sehr bekannter Völkerrechtler und emeritierter Professor heute bei uns ist. Er hat auch enge Beziehungen zu Kuba. In dem Sinne, guten Tag, Norman Pech, in dem Sinne, dass er uns schon aktiv unterstützt hat in der Kampagne für die Freiheit der Miami Five oder Los Cinco, der fünf Helden der kubanischen Republik. Und er unterhält enge und auch freundschaftliche Beziehungen zu einigen der fünf und zu anderen Kubanern und ist dort auch schon gewesen. Jetzt erteile ich das Wort Professor Dr. Norman Pech. Herzlich willkommen, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Petra, und ich begrüße alle sehr herzlich, die ich sehe auf meinem Bildschirm und auch die, die ich nicht gar nicht sehen kann, zum Auftakt dieser Kampagne. Wir blicken auf über 60 Jahre Wirtschaftskrieg gegen Kuba zurück und ich habe mir gesagt, in dieser kurzen Einleitung nur zur Erinnerung einmal die Stationen in Erinnerung zu rufen, dieses wirklich verbissenen Energie der USA, ein kleines Land zu besiegen, was sie bisher nicht gelungen ist und was ihr auch nicht gelingen wird. Das begann schon 1960 mit Eisenhower. Und zwar ursprünglich war er noch der Ansicht, Kuba auch in die Völkergemeinschaft aufnehmen zu können. Und anerkannte auch die Revolution, nachdem Batista, der mafiose Präsident, sich in die Dominikanische Republik abgesetzt hatte. Aber dann, als die Revolution begann mit der ersten Agrarreform, die großen Ländereien und Vermögen der Amerikaner zu enteignen ohne Entschädigung, da wurde es ihm wohl klar, diese Revolution meint es ernst. Und da wurde auch er ernst und reduzierte sofort die Zuckereinfuhr. Das war eigentlich das zentrale Element der kubanischen Wirtschaft um ein erhebliches und brach auch Anfang 1961 schon die diplomatischen Beziehungen ab. Wir wissen dann, Kennedy versuchte es, da er bisher keinen Erfolg hatte, die USA militärisch und es endete in dem Desaster der Schweinebucht. Und da er auch da nicht weiterkam, reduzierte er den Zuckerimport, sozusagen das Herzstück der kubanischen Wirtschaft, auf null. Und selbst Lebensmittel und medizinische und andere Produkte konnten nur mit einer Ausnahmegenehmigung noch nach Kuba rein. Das heißt, man strangulierte sofort schon in den ersten Jahren Kuba. 1962 im März schon begann dann die totale Wirtschaftsblockade. Und im Oktober, das wissen alle, die große Krise der Seeblockade, das konnte nur mit der Hilfe von Khrushchev dann vor einer Katastrophe beendet werden. Die einzige Lockerung, die in jener Zeit überhaupt vonstatten kam, das war die von Carter, der 1977 zumindest einige Reiserestriktionen lockerte, aber die ganzen Wirtschaftsrestriktionen nicht. Das heißt, weder, das kann man schon jetzt sagen, demokratische noch republikanische Präsidenten haben an dieser Strangulierung irgendetwas geändert. Als dann, das wurde sehr ernst, 1989/90 die UdSSR unterging und damit der einzige wirkliche Unterstützer für die kubanische Ökonomie wegfiel, dort reduzierte sich schon die Wirtschaftskraft der Kubaner um die Hälfte. Das war eine sehr große, große Krise. Und dort dachte schon dann George Bush 1992, also unmittelbar im Anschluss, jetzt kriegen wir sie. Und mit dem berüchtigten Cuban Democracy Act stellte er alle US-Firmen, die irgendwelche Beziehungen zu Kuba hatte, unter Sanktionsdrohung und sagte, keine Beziehungen zu Kuba.
bis zu dieser Zeit, das sind in über 33 Jahre, schwieg die UNO zu all diesem, was dort angerichtet worden ist. Allerdings dann im Jahre 1993 gab es die erste Resolution gegen das Embargo, und zwar mit enorm vielen Stimmen, 88 dafür, nur 4 dagegen, allerdings 57 Stimmen und meistens auch aus den europäischen Staaten, die enthielten sich. Die Hoffnung, dass mit Clinton sich irgendetwas ändern würde, also mit einem demokratischen Präsidenten, die schwanden sofort. Dann mit dem berüchtigten Helms-Burton Act verschärfte er noch die Restriktionen und erweiterte die Sanktionsdrohung nicht nur von den amerikanischen Unternehmen auf alle Unternehmen, die irgendwie zur Unterstützung der kubanischen Wirtschaft antreten würden. Und er eröffnete auch dann mit diesem Helms-Burton Act die Klagemöglichkeit für amerikanische Bürger, die seinerzeit enteignet worden waren. Allerdings noch setzte er es aus. Erst Obama, etliche Jahre später, sollte die dann auch wieder lösen, sodass ab dann auch Klagemöglichkeiten richtig in die Ökonomie eingreifen konnten. 2013 kam Obama und wiederum war die Hoffnung, dass er doch etwas ändern würde. Aber bis darauf, dass er Kuba nun von der Terrorliste nahm und einige Reisebeschränkungen aufhob, geschah auch bei ihm nichts. Man kann darüber zweifeln, ob er das nicht wollte oder ob ihm gebunden war durch die wirklich sehr reaktionären Gouverneure und den Kongress in den USA. Man weiß es nicht genau. Das Ergebnis ist nur gewesen, auch er konnte sich nicht aus dieser Umklammerung Kubas wirklich lösen. Trump dann, das wissen wir, der verschärfte das dann aufs Äußerste und erlaubte auch dann Klagen amerikanischer Bürger gegen die kubanische Wirtschaft. Das dann wiederum im Jahre 2020, also genau vor einem Jahr im November, veranlasste dann doch die UNO wirklich einstimmig, bis auf 2 Stimmen, das Embargo zu verurteilen. Die beiden Stimmen waren nur USA und Israel. Wir haben jetzt den beiden, der überlegt, was soll man da eigentlich machen? Und ich bin nicht der Überzeugung, dass er sich groß von dieser Situation, von dieser Strangulierungspunkt, dem imperialen Übergriff auf dieses kleine Land wird lösen können. Nicht nur, weil das die Gouverneure im Süden der USA nicht wollen, sondern auch, weil er im Grunde sich der Bedrohung dieses Landes insbesondere immer noch bewusst ist. Das ist ja keine Bedrohung mehr mit Raketen, sondern die Bedrohung ist die, dass hier ein kleines Land, ein armes Land, eine Politik möglich macht, die wirklich den Bürgern und Bürgerinnen hilft, die ein Bildungssystem und auch ein Gesundheitssystem etabliert haben, was nicht nur hocheffektiv ist, sondern auch kostenlos. Und das ist eine Bedrohung für die eigene Wirtschaft und die eigene Gesellschaft. Die Frage bleibt, was kann man eigentlich dagegen tun? Die EU hat versucht, etwas dagegen zu tun. Das muss hervorgehoben werden. Sie hatte zwar im Jahre 2003 ebenfalls ein Embargo gegen Kuba verwüstet, aber dieses schon im Jahre 2005 ausgesetzt und dann im Jahre 2008 vollkommen aufgehoben. Und sie hat ein Übriges getan, nämlich der Europäische Rat hat im Jahr 1996 eine Verordnung erlassen, eine sogenannte Blocking-Verordnung, in der er eindeutig sagte, dieses Embargo, diese Blockade gegen Kuba ist völkerrechtswidrig. Und sie hat alle Unternehmen aufgefordert, sich diesem Embargo nicht zu unterwerfen und sogar hinzugefügt, diejenigen, die daraus einen Schaden erhätten, die würden auch entschädigt werden. Wir müssen nur sagen, diese Verordnung hat bisher so gut wie gar keinen Effekt gehabt. Denn alle Firmen, die auch irgendeine Beziehung noch zu den USA hatten, standen unter der permanenten Drohung, dass alle ihre anderen Beziehungen und alle ihre Geschäfte dann blockiert würden. Insofern ist auch das nichts geworden.
Ich kann nur damit schließen, dass ich sage, das Völkerrecht ist schwach, wenn die mächtigsten Staaten es verachten und andauernd es brechen. Die USA kümmert nicht einmal offensichtlich die Isolierung, die sie international erfahren haben. Ihr Ziel auch haben sie nicht erreicht, einen Regime Change zu machen und werden es auch nicht erreichen. Das Einzige, was sie offensichtlich immer noch wollen, ist die Strahlkraft Kubas auf alle anderen armen Gesellschaften mit ihrem System nachhaltig zu schädigen und zu verdunkeln. Dass das nicht geschehen kann, das ist unsere Aufgabe. Es ist im Grunde die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft der Völker, diesen Widerstand gegen diese barbarische Strangulierung und diese völkerrechtlich widrige Politik aufrechtzuerhalten und unsere Regierung herauszufordern, sich dagegen zu stemmen. Denn dies, was hier gemacht wird, ist fortdauernd ein Verbrechen und gehört an sich vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Soweit sind wir noch nicht, aber unsere Kraft muss ausreichen, dass wir endlich in dieses Kapitel, dieses scheußliche Kapitel amerikanischer Politik, einen Schlusspunkt setzen können. Dankeschön. Vielen Dank, Norman, für deine einführenden und uns an die historischen Fakten und auch die politischen Fakten erinnernden Worte. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass Fragen gestellt werden. Bis jetzt hat noch niemand gefragt oder kommentiert. Wenn das noch nichts an Unklarheit oder Nachfragen gibt, dann würde ich gerne einfach deine letzten Worte aufgreifen. Du sagtest, die Strahlkraft dieses Landes oder dieser Entwicklung ist so groß und ist eine Gefahr. Und ich habe am Anfang gar nicht auf das heutige Datum hingewiesen. Wir haben heute den 17. April 2021, vor genau 60 Jahren, am 17. April 1961, gab es ein Moment, der für die USA sehr historisch bitter ist bis heute. Die US-amerikanischen Söldner, die Invasion in Playa Girón in der Schweinebucht durchführen wollten und wo die US-amerikanische Regierung der Meinung war, Kuba wird sich innerhalb kürzester Zeit wieder zu ihrem Imperium schlagen lassen. Diese Invasion wurde ganz schnell schon am Anlandepunkt am Strand von Playa Girón zurückgeschlagen. Und das war die erste Niederlage der USA auf lateinamerikanischem Boden und auch überhaupt von einer so jungen Revolution noch dazu. Und am einem 17. April, an dem 17. April, hat auch Fidel Castro den sozialistischen Charakter der kubanischen Revolution verkündet. Das war die Geschichte. Das ist die Geschichte. Und heute, an diesem historischen 17. April 2021, haben wir den zweiten Tag des 8. Parteitags der Kommunistischen Partei Kubas, die trotz der Pandemiesituation weiterhin voranschreitet und sich die Aufgabe gestellt hat, die Beschlüsse, die schon auf dem 6. und 7. Parteitag unter anderen Bedingungen gefasst worden sind, zur weiteren wirtschaftlichen Stabilisierung und Entwicklung und zur Entwicklung Kubas mit ganz unterschiedlichen Facetten darüber zu beraten und zu beschließen. Wir wissen, in welcher Situation wir sind. Ich weiß nicht, ob Norman, ob du dazu noch was ergänzen möchtest. Du hast zu Recht darauf hingewiesen, dass es ja nicht nur dabei blieb mit dieser Schweinebucht-Intervention, sondern du hast die Cuban Five erwähnt. Das heißt, die USA haben immer wieder versucht, auch durch Interventionen, durch Attentate, durch Angriffe auf den Tourismus in Kuba, die Ökonomie nicht nur durch wirtschaftliche Maßnahmen, sondern auch richtig durch militärische, durch Terrormaßnahmen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, das haben sie bisher und Kuba steht nach wie vor unter der Bedrohung, dass irgendjemand immer wieder zu diesen
Mitteln greift, selbst wenn das nicht von Washington aus direkt gemacht wird, dass es aber aus Florida geht. Und dort sitzen eine Reihe von Leuten, die immer noch sich nicht damit abfinden können, dass ihre alte Heimat wirklich einen solchen progressiven Weg eingeschlagen sind. Das heißt, die Gefahr für Kuba ist leider noch nicht vorbei, sondern sie sind immer noch zwischen einem Wirtschaftskrieg, der sehr hart ist, und der Möglichkeit und vielleicht sogar des Schicksals immer noch wieder durch eine Intervention bedroht zu werden. Wir wissen das auch gegenüber Venezuela, gegenüber anderen Städten, die diesen Weg gehen wollten, den auch Kuba vorgezeichnet hat. Und das ist eben die Bedrohung, gegen die sich die USA bisher immer noch mit Militär und mit zivilen Mitteln sträubt. Und ich habe angefügt zum Schluss, man muss mal überlegen, ob es nicht doch möglich ist, dass dieses, was wirklich ein Angriff auf die Zivilbevölkerung ist und welches durchaus als Verbrechen gegen die Menschlichkeit im römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs steht, ob man nicht so etwas, wenn alle Stricke reißen, auch vor diesen Gerichtshof bringen kann. Das Problem wird sein, dass im UNO-Sicherheitsrat die USA immer ihr Votum dagegen einlegen würde. Aber dieses ist etwas, was als Bedrohung über der Politik der USA immer bestehen bleiben muss. Dankeschön, Norman. Ich hätte nur eine kleine Frage, weil du sagst, es wäre unter Umständen doch zu überlegen, angesichts der ja ständig anhaltenden Verschärfung dieser Blockade in jeder Richtung und der Aggression in jeder Richtung gegen Kuba, das vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu bringen. Wer würde das denn dahin bringen können? Das könnte der UNO-Sicherheitsrat da rein hinbringen, aber der ist dadurch natürlich durch das Veto der USA blockiert. Ja. Insofern ist das sehr schwierig. Es könnte sein, dass die kubanische Regierung selbst eine Anzeige macht und vor allen Dingen, es könnte auch, wenn es einen unabhängigen sozusagen Staatsanwalt gibt in der Verfolgungsbehörde des ISDGH, dass das gegen die USA auch gerichtet werden kann, so wie sie jetzt einerseits gegen Israel schon Untersuchungen angestrebt haben und auch gegen die USA wegen Menschenrechtsverbrechen in Afghanistan. Wir wissen, wie schwer sich Trump damit getan hat, aber Biden hat die Drohungen von Trump gegen den Internationalen Strafgerichtshof wieder zurückgenommen. Dieses wäre ein Instrument, welches möglicherweise dann doch auch aus eigenem Vermögen eine solche Untersuchung anstrengen könnte. Und schon die Untersuchung, dass das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, so wie das Apartheidsverbrechen, wäre eine Drohung, gegen die sich die USA schwer täten, sich zu verteidigen. Mhm. Dankeschön, Norman. Ich finde das sehr erhellend, was du gerade gesagt hast, zumal du sagst, das könnte tatsächlich doch, wenn auch vielleicht ein letztes Mittel sein. Ich denke, das sollten wir im Hinterkopf behalten, aber im Moment sind wir ja noch auf der Stufe, dass wir sagen, wir wollen erreichen, dass bei der nächsten UNO-Abstimmung über die Resolution zur Blockade am 23. Juni diesen Jahres, dass dann die letzten zwei Behinderer der positiven Abstimmung überzeugt werden, vielleicht nicht, aber sich der Aufhebung nicht mehr entgegenstellen, wobei das schwierig werden dürfte. Vor allen Dingen ist es ja aber auch unsere Aufgabe, bekannt zu machen, was dort geschieht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, in dem Falle gegen die kubanische Bevölkerung. Und gleichzeitig möchten wir natürlich auch zeigen, was ist Kuba wirklich, weil es gibt da so diese Märchen zwischen schönen Menschen am Strand unter Palmen mit Rum und Zigarren und die anderen die böse Diktatur, wo keiner was darf. Und aus diesem Grunde würde ich mich jetzt bei dir herzlich bedanken wollen und würde bitten wollen, dass wir Ravin Jahns einladen, zu uns zu sprechen und zwar zu berichten über etwas sehr Spannendes, was sie gemacht hat. Wir nennen das mal Ravin, gib uns bitte Einblicke
in den kubanischen Alltag, und zwar im Jahre 2020. Denn Raven war Teilnehmerin des Projekto Tamara Bunke, aber war noch länger auf Kuba, ist im September letzten Jahres zurückgekommen, und den Rest, ja, würde ich mich freuen, wenn sie den euch selber präsentiert sozusagen. Bitte, Raven. Ja, guten Abend, liebe Companieras und Companieros. Vielen Dank, Petra. Vielen Dank auch für die Organisierung dieser Veranstaltung und auch vielen Dank für den sehr informativen historischen Hintergrund der Blockade, der uns gerade einmal geschildert worden ist. Genau, ich war Teilnehmerin des Projekto Tamara Bunkes und bin auch immer noch in dem Kollektiv aktiv. Das Projekto Tamara Bunke bietet die Möglichkeit, Menschen, die sich für Kuba interessieren, im Rahmen eines Studiums für 7 Monate in Kuba zu leben, genau, und zu studieren. Am Anfang wird erstmal ein Spanischkurs auf der Isla de la Juventud organisiert, der auf der, genau, die Isla de la Juventud befindet sich südlich von Kuba, eine kleine, sehr überschaubare Insel. Und damit würde ich auch direkt einsteigen. Ich bin im September 2019 in Kuba angekommen mit 5 anderen Bunkistas, so nennen wir uns Teilnehmende des Projekto Tamara Bunkes. Und direkt am ersten Abend unserer Ankunft hat der Präsident Díaz-Canel eine kundgegeben, dass mehrere Schiffe mit Treibstoff nicht angekommen sind und dass Sparmaßnahmen folgen werden, um genau weiter gut mit dem restlichen Treibstoff haushalten zu können. Der öffentliche Verkehr wurde um die Hälfte reduziert. Wir sind am nächsten Tag von Havanna direkt auf die Isla gefahren mit dem Katamaran. Wir mussten sehr lange warten, bis er gestartet ist, und sind dann in einem kleinen Dorf, La de Majagua, auf der Isla angekommen und waren dann eigentlich einen Monat fast nur in diesem Dorf, da keine Busse mehr fuhren, wir gewisse Ausflüge nicht machen konnten, da einfach an allen Ecken Treibstoff gespart werden musste, um die wichtigen Produktionen aufrechterhalten zu können, um die Arbeitswege aufrechtzuerhalten zu können, um den Menschen aber auch noch soziales Leben und Kontakt zu ihren Familien weiter zu ermöglichen. Und eines der einschneidendsten Erlebnisse ziemlich am Anfang war eigentlich, dass direkt das Wasser ausgefallen ist, weil durch den Treibstoffmangel auch unser Gebäude nicht ununterbrochen mit Wasser versorgt werden konnte. Und das war aber eigentlich eine sehr schöne Erfahrung im Nachhinein. Natürlich war das erstmal krass. Wir kommen aus Deutschland dahin und sind natürlich gute Badezimmer etc. gewohnt, immer fließendes Wasser, heißes Wasser. Und dann zack, 2 Tage kein fließend Wasser. Aber es kamen direkt alle Nachbarn rum, die große Wassertanks auf den Häusern hatten. Wir konnten bei den Nachbarn duschen, wurden direkt auf Batidos, also auf Getränke mit eingeladen, hatten dadurch wunderbare Kontakte und konnten dadurch sehr früh nach unserem Ankommen diese kubanische Solidarität kennenlernen, die immer wieder dieser Blockade und dadurch auch den Mangeln an verschiedenen Ressourcen, ja, die kubanische Bevölkerung trotzdem durch diesen Zusammenhalt und dadurch, dass sie immer wieder Lösungen findet. Und das ist etwas sehr Beeindruckendes, was mich bis heute noch sehr geprägt hat. Und naja, aber es ist ja nicht nur das Wasser, es ist nicht nur der Treibstoff, es sind nicht nur die Wege, die Kubaner immer wieder einschränken und auch immer wieder neu nach Lösungsstrategien suchen lassen, sondern es bezieht sich auf alle Lebensbereiche, ob es das Essen ist. In Kuba sagt man immer so schön, man geht Essen suchen. Man kauft sich das, was es gerade gibt. Es wird sehr saisonal und regional eingekauft. Auf der Isla de la Juventud haben wir ganz anderes gegessen als in Havanna zum Beispiel oder als im Oriente oder in der Mitte Kubas. Und das ist auch etwas sehr Prägendes. Aber es wird immer geteilt und es wird auch immer darauf geachtet, mit den wenigen Ressourcen, die man hat, eine sehr wechselseitige und vielseitige Ernährung trotzdem aufrechtzuerhalten. Mit zum Beispiel der Milch, die wird so gehaushaltet, dass die Menschen, zum Beispiel die Kleinkinder, priorisiert werden. Und das ist etwas sehr Schönes und auch sehr Beeindruckendes. Nichtsdestotrotz hat die kubanische Bevölkerung aber auch sehr zu strugglen, was
ich vor allem, ne, ich bin 26 Jahre alt, ich hatte viel Kontakt gerade mit jungen Menschen, zwar auch viel generationsübergreifend, aber so in meiner Freizeit habe ich viel natürlich auch mit Menschen in meinem Alter verbracht. Und die Jugend Kubas kennt diese goldenen Jahre, die mir von älteren Compañeros und Compañeras immer wieder beschrieben worden ist. Die Jugend hat dieses Jahr gar nicht mehr erlebt. Das muss ein Paradies gewesen sein. Das klingt unglaublich interessant und prachtvoll. Aber diese Jugend ist mit diesem Mangel an Ressourcen aufgewachsen. Sie sind damit aufgewachsen, dass wenn man ein Handy möchte, dass man wenn man technologischen Fortschritt möchte, sich danach sehnt, dass es immer ein bisschen dauert. Es ist nicht so leicht, sich einfach einen neuen Laptop zu kaufen, sich ein neues Smartphone zu kaufen. Die Smartphones sind teurer als zum Beispiel in Deutschland. Der Zugang zu Internet wird gerade zwar massiv ausgebaut, aber trotzdem ist das auch noch etwas, was teilweise noch sehr neu ist in Kuba. Es, ne, wird ja zum Beispiel das LTE-Netz zurzeit massiv ausgebaut und die Kosten dafür verringern sich gerade auch immer stetig und immer weiter. Und trotzdem kommen damit dann wieder die nächsten Problematiken, die durch die Blockade beeinflusst werden, wie zum Beispiel durch soziale Netzwerke. Ich habe mir zum Beispiel in meiner Anfangszeit habe ich mir einen Instagram-Account gemacht, weil es mir ein Anliegen war, über Kuba zu informieren, über meine Eindrücke zu informieren. Es hat 3 Wochen gedauert, da wurde mein Account gesperrt. Und das ist die Realität von vielen jungen Kubanern, die Instagram, Facebook etc. nutzen. Die Accounts werden regelmäßig einfach gelöscht, sie werden gesperrt. Sie können Informationen nicht so verbreiten, wie sie es gerne würden. Und auch daran nicht gleichberechtigt teilnehmen. Zum Beispiel wurde ja auch der YouTube-Kanal von Mesa Redonda, als sie eine neue Information über die Impfstoffe verbreiten wollen, wurde der einfach gesperrt. Und so können gewisse Informationen auch gar nicht nach außen dringen. Und so kann aber auch wieder kontrolliert werden, welche Informationen natürlich auch an die junge Bevölkerung, natürlich auch an den Rest der Bevölkerung in Kuba dringen. Und das ist eine der großen Problematiken, die mir persönlich immer wieder aufgefallen ist, wie schwer es eigentlich ist, da dagegen zu trotzen und wie wichtig es ist, auch da immer wieder Strategien zu finden. Und da ist Kuba aber sehr dynamisch im Diskurs miteinander und versucht, Lösungsstrategien zu entwickeln. Ich hatte die Möglichkeit, an verschiedenen Konferenzen teilzunehmen, in denen gerade auch immer wieder diese Problematiken neu besprochen worden sind. Und ich habe gerade keine aktuelle Zahl, wie viele Maßnahmen im Jahr 2020 von der Blockade getroffen worden sind und Verschärfungen. Aber es waren unglaublich viele und es wird immer wieder weitergeguckt, wie man dem trotzen kann. Und genau, und da komme ich auf meinen nächsten Punkt und das ist dieser Widerspruch, der sich dadurch aber auch immer wieder deutlich macht. Diese Möglichkeit, seine Gesellschaft partizipativ mitzugestalten, ist auf jeden Fall in Kuba gegeben. Aber durch diese Ressourcenarmheit sind immer wieder Steine in den Weg gelegt. Und dieser Widerspruch macht sich an ganz vielen, in ganz vielen Ebenen in der kubanischen Gesellschaft eigentlich immer wieder deutlich und wurde mir auch gerade von vielen Kubanerinnen und Kubanern immer wieder berichtet. Zum Beispiel sind auch gerade sehr junge Menschen schon sehr aufgeklärt, was sexuelle Verantwortung angeht. Wie gehe ich verantwortungsvoll mit einem anderen Menschen um, etc. Aber die andere Problematik ist, dass, wenn es zum Beispiel zu Verhütungsmitteln geht, nicht immer genügend Verhütungsmittel regelmäßig verfügbar sind. Und da macht sich so ein Widerspruch deutlich. Du kannst so aufgeklärt sein, wie du möchtest. Wenn du aber nicht regelmäßig die Ressourcen dazu hast, das auch umzusetzen, kommt man immer wieder an Knackpunkte, die schwierig sind. Und dann kommt man auch immer wieder an Punkte, wo man merkt, dass die Blockade Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft, soziale Gleichstellungsprozesse immer wieder blockiert. Und ich bin daher auf jeden Fall auch der Meinung, dass wenn diese Blockade nicht wäre, dass Kuba schon in ihren Gleichstellungsprozessen deutlich weiter wäre, als sie es heute sind, weil sie immer wieder improvisieren müssen, sie müssen immer wieder nach neuen Strategien suchen.
und können die Prozesse und die Ideen und Sachen, die sie gerne ausprobieren würden, nicht in dem vollen Maß weiter nach vorne treiben, wie sie es oft gerne würden. Und genau, und auf der anderen Seite hatte ich ja gerade schon über die Information der Impfstoffentwicklung in Kuba gesprochen, zu Mesa Redonda. Und das ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt und was mir vor allem auch wieder aufgefallen ist, nachdem ich im September 2020 diesen, also letzten Jahres, wieder zurück nach Deutschland kam und gemerkt habe, wie hier die Impfstoffentwicklung gerade läuft, wie die Informationsverbreitung darüber läuft. Und habe dadurch gemerkt, so auf jeden Fall werden der kubanischen Gesellschaft Steine in den Weg gelegt, aber eigentlich werden auch der internationalen Solidarität ständig Steine dadurch in den Weg gelegt. Weil viele Menschen könnten durch die Impfstoffentwicklung in Kuba profitieren. Und durch diese Blockade können es aber auch weltweit viele Menschen eben nicht. Genauso wie die Krebsforschung, die in Kuba auch wirklich exzellent ist, können viele Menschen in anderen Ländern oder die Bevölkerung nicht davon profitieren, weil die Blockade nicht nur auf der einen Seite die kubanische Bevölkerung abschneidet und verhindert, dass Kuba die Ressourcen oder die Materialien importieren kann, die sie benötigt, sondern genauso wenig kann der Rest der Welt teilweise nicht von den wissenschaftlichen Erkenntnissen profitieren, die in Kuba vorangetrieben werden. Und das sind diese Widersprüche und Erkenntnisse, die mir persönlich eigentlich immer wieder aufgefallen sind. Genau, aber ich würde an dieser Stelle okay, noch ein wenig weitermachen, lese ich gerade. Ich habe noch Zeit. Ja, genau. Das ist... Ja, doch, man hört mich noch, ne? Das ist auf jeden Fall eine spannende und großartige Erfahrung gewesen. Und würde jetzt aber an der Stelle einmal die Möglichkeit lassen auf Rückfragen. Ne? Ja, liebe Raven, vielen Dank. Es war nicht beabsichtigt, dass ich mich einschalte, aber leider ist die Petra technisch irgendwie rausgefallen. Wir haben aber schon Fragen von Usern. Einerseits gibt es einen Kommentar von Volkert Otto. Danke für diesen authentischen Bericht von dir. Und dann gibt es eine Frage, wo ich gern auch den Norman vielleicht wieder zu uns holen würde, nämlich eine Frage, welche Beteiligungsmöglichkeiten im demokratischen Sinne hat die kubanische Bevölkerung? Jetzt vielleicht, Raven, vielleicht willst du beginnen und danach Norman auch darüber was sagen, welche Beteiligungsmöglichkeiten im demokratischen Sinne, welche demokratischen Partizipationsmöglichkeiten gibt es in Kuba? Also in Kuba fängt es ja eigentlich bei den Massenorganisationen unten an, wo die Partizipation innerhalb der Gesellschaft anfängt. Das sind auf Nachbarschaftsebene sind das die CDRs. Jedes Viertel, jedes Dorf hat ihre eigene Nachbarschaftsorganisation, die tagen sehr regelmäßig, besprechen aktuelle Problematiken, besprechen, welche Materialien, welche Ressourcen sie brauchen, welche Lebensmittel, wie sie genau zum Beispiel aber auch so soziale Prozesse gerade erkennen und weiter gestalten möchten. Zum anderen gibt es ja auch die FMSC, das ist die Frauenorganisation, die ist auf der gleichen Art und Weise organisiert in Kuba. Und es gibt aber auch noch die FEU, das ist die studentische Organisation, die an jeder Uni existent ist und die sich auch sehr praktisch mit Fragen auseinandersetzt. Die FEU zum Beispiel auch viel mit wissenschaftlichen Fragen, wie gestalten wir unsere Uni, wie gestalten wir unser Lernen gemeinsam. Und auch während der Corona-Pandemie haben gerade diese ganzen Organisationen einen ganz großen Stellenwert eingenommen. Die Lebensmittelverteilung wurde innerhalb der Viertel durch die CDRs zum Beispiel organisiert. Auch die Corona-Verfolgung wurde mit durch die CDRs getragen.
und aber auch die Maßnahmen. In den CDRs wurde beschlossen, welche Maßnahmen sie für richtig halten, welche sie gut finden und aber auch, wie sie damit umgehen möchten, wenn zum Beispiel jemand gegen diese Maßnahmen verstößt. Und von daher hat man einen sehr breiten Entscheidungsgrad, der von ganz unten von der Bevölkerung weiter nach oben getragen wird. Und genau, das ist jetzt so aus der praktischen Erfahrung, die ich gemacht habe, und würde dann nochmal das Wort an Norman übergeben. Oh, ja, vielen Dank, Raven. Das war genau das, was ich nicht hätte sagen können, aber was notwendig ist, sozusagen von der Basis. Ich kann eins noch hinzufügen. Auch Kuba ist eine Demokratie. Es wird nämlich immer gesagt, die kommunistische Partei hat dort entschieden oder so etwas. Nein, Kuba hat ein Parlament. Kuba hat zwar keine Parteien, aber eine Demokratie ist nicht unbedingt sozusagen eine Parteiendemokratie. Das ist zwar bei uns sozusagen, weil wir immer darauf achten und weil das sozusagen unser abendländisch-europäisches Modell ist, daran gewöhnt, aber es gibt Demokratien, die Beteiligung des Volkes in ganz anderer Weise, aber sehr demokratisch organisieren. Und es ist so, dass dort Einzelpersönlichkeiten dann aufgestellt werden und sich zur Wahl stellen und dann auch gewählt werden. Und dass in diesem Parlament das umgesetzt und beschlossen wird, was von der Regierung vorgeschlagen ist. Also das heißt, es ist ein durchaus demokratischer Prozess, in dem auch die Gesetze dort verabschiedet werden. Nur in einer etwas anderen Art, nicht der Parteiendemokratie, die wir haben. Aber ich würde durchaus sagen, dass neben auch dem kubanischen Modell es auch andere gibt. Nehmen wir an, auch es gibt ja viele Demokratien, die sich als solche bezeichnen. Auch die USA bezeichnet sich ja als Präsidialdemokratie, als Demokratie, obwohl auch man dort in vielen Bereichen seine Zweifel haben könnte, nicht nach europäischem Maßstab. Indien ist die größte Demokratie der Welt, aber wenn wir da uns umschauen, auch das ist ein ganz anderes Modell. Auch Israel ist eine Demokratie, aber ich muss auch sagen, das ist eine Demokratie, unter der ich nicht gerne leben würde. Auf jeden Fall, Kuba hat sich zu einem Modell der sozusagen basisdemokratischen Verfügung der Macht des Parlaments entschlossen, die nicht über Parteien, sondern eben solche Organisationen, die an der Basis, ob im Gesundheits-, im Bildungs- oder im Nachbarschaftswesen organisiert werden und wo sich die einzelnen Leute dann darum bewerben können. Es ist natürlich klar, dass je höher die Chargen sind, auch im Parlament, die dann der kommunistischen Partei angehören. Aber auf jeden Fall ist das ein wesentlicher Aspekt kubanischer Demokratie, die neben den Organisationen, die du genannt hast, nicht zu vernachlässigen ist. Dankeschön, Norman, für deine Illustrierung dessen, dass Demokratie durchaus unterschiedlichen Gehalt haben kann. Herzlichen Dank. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass wir das uns mal vor Augen führen. Jetzt gibt es im Chat noch ein paar Fragen, und zwar die Frage, bitte Informationen zum Impfstoff dazu, muss und möchte ich sagen, das ist jetzt nicht so ganz die Frage, die wir umfassend behandeln können. Ich weiß nicht, Raven, kannst du in zwei Sätzen, möchtest du in zwei Sätzen was dazu sagen? Ja, das kann ich gerne kurz tun. Also ich bin keine Virologin, ich bin wissenschaftlich nicht so bewandert, dass ich jetzt zu dem Wissen Impfstoffen auch von der wissenschaftlichen Sicht her viel sagen könnte. Ich kann nur so viel sagen, dass in Kuba 5 Impfstoffe in der Entwicklung waren. Kuba hat auch sehr früh schon angefangen, ist auch sehr intensiv in die Testphasen gegangen, hat sich da auch ein bisschen mehr Zeit gelassen als andere Firmen. Und letztendlich sind jetzt zwei Impfstoffe in Kuba zum Einsatz gekommen. Die werden auch aktuell an die Bevölkerung verabreicht. Kuba hat auch einen sehr straffen Impfplan und hat vor, jetzt zum Beispiel wirklich rasant die ganze Bevölkerung von Havanna zum Beispiel durchzuimpfen. Und sie sind gerade voll dabei. Genau.
Danke, Raven. Also wenn ich nicht falsch informiert bin, ist die Bevölkerung von Havanna praktisch die in der dritten Testphase, die ziemlich erfolgreich jetzt an ihrem Ende steht. Vielen Dank zu der kurzen Info. Mehr dazu findet man auf unterschiedlichen Seiten. Danke. Hier noch die nächste Frage. Danach, ob Kuba nicht Verbündete oder Partner hat, die sie unterstützen und die ihnen helfen. Sozusagen in dem Sinne, dass die USA da nicht eingreifen kann. Norman, ich denke, da wirst du vielleicht ganz kurz am ehesten was zu sagen können. Und dann würden wir auch diese Runde allmählich abschließen. Norman, dein Mikro. Das kann sehr schnell geschehen, weil es nicht sehr viele sind. Aber es ist natürlich Russland, welches nicht so viele Möglichkeiten hat, aber insbesondere China. China, ich erinnere noch eine kleine Anekdote, als ich das letzte Mal in es war vor 10 Jahren in Kuba war ich fast erstaunt, dass die dort Sparlampen hatten, die sofort angingen. Wer sich die Entwicklung der Sparlampen in Deutschland ansieht, der weiß, dass die erst auf kleinem Niveau und dann so langsam sich entfalteten und eigentlich gräuslich waren und alle irgendwie nicht richtig funktionierten. Kuba hatte eine große Sendung von Sparlampen bekommen aus China, und zwar 100.000, die sie dann auch an die Bevölkerung weitergegeben hat, nein, nicht 10.000, ich übertreibe, 10.000, die sofort an waren. Das heißt, ich kam in ein Land, das mir den Fortschritt der elektrischen Beleuchtung zeigte, die ich in Deutschland nicht gesehen hatte. Das ist eines, also China auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch Venezuela, aber Venezuela ist im Augenblick ausgesprochen schwierig. Spanien tut es auch. Es gibt einige spanische Firmen, insbesondere das Hotelfirma, die sie unterstützen. Und es gibt wohl auch dann, mir wurde gesagt, dass es gab dort 2 Mercedes oder 3 Mercedes, die über Ägypten dann angeschafft worden ist. Es gibt sozusagen Undercover-Unterstützung durch verschiedene Länder, die sich nicht so nach außen hin dokumentieren lassen, um nicht sanktioniert werden von den Amerikanern. Aber es sind zu wenige. Aber gäbe es China nicht, wäre es wirklich eine noch verzweifeltere Situation, als sie bisher ist. Dankeschön, Norman. Du hast gerade von der vorhandenen Hilfe, die eher undercover läuft. Ich glaube, das können alle, die mit Kuba ein bisschen näher zu tun haben, durchaus bestätigen, dass es da Möglichkeiten gibt. Darüber hast du gesprochen. Und wir haben jetzt einiges gehört, durchaus zu Schwierigkeiten und auch zu dem, wie sieht es jetzt konkret dort aus. Noch ziemlich frisch vom letzten Jahr durch Raven. Vielen Dank an dich, Raven, an Norman auch. Ja. Denn jetzt würde ich gerne sagen, also es gab Fragen, die Frage eben gerade, gibt es nicht irgendwo Unterstützung für Kuba, ohne dass die USA was dagegen tun können. Wir sind jetzt dabei, es muss Unterstützung geben und wir wollen unterstützen. Und was können wir da konkret tun? Deswegen gibt es ja diese Kampagne Unblock Kuba. Können wir mit ihr was tun oder was? Ich würde jetzt bitten, Edgar Göll, der stellvertretende Vorsitzende des Netzwerks BRD Kuba, des Netzwerk Kuba ist, Entschuldigung, der Dachorganisation der Solidaritätsorganisationen mit Kuba in der Bundesrepublik Deutschland, einem der drei Länder, in dem die Kampagne läuft, uns kurz über diese Kampagnen sind es ja inzwischen zu informieren. Bitte, Edgar. Ja, vielen Dank, Petra. Ich fand die Beiträge bisher wunderbar und super interessant. Also von daher hoffe ich, dass das ein Abend wird, und da bin ich sicher, dass es so sein wird, der wirklich erfolgreich ist im Sinne von Wissensvermittlung und Anregung inspirieren. Tatsächlich will ich ganz kurz was erzählen und schildern zu dem, wie wir zu diesem Projekt, zu dieser Kampagne Unblock Kuba gekommen sind. Der Hintergrund schon viele Jahre ist, dass wir eigentlich auch immer beteiligt sind als Netzwerk Kuba bei der Vorbereitung der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Und da machen natürlich unterschiedliche Gruppen, Initiativen und Parteien mit und wir als Netzwerk natürlich auch. Und eigentlich bei jeder Luxemburg-Konferenz spielt Kuba eine Rolle. Es sind also, wenn Expertinnen und Experten aus Kuba da referieren, es ist auch häufig Musik dabei.
Und dann war es im Jahr 2019, also vor 2 Jahren etwa, dass wir im Zuge dieser Vorbereitung gedacht haben, also das, was gegen Kuba passiert, und das war ja noch unter dem Immobilienmilliardär Trump, der also wirklich das nochmal mit der Blockade extrem verschärft hat. Und zugleich haben wir auch gemerkt, dass die extraterritorialen Effekte, also auch was uns betrifft oder deutsche Unternehmen oder andere europäische Unternehmen, Banken und so weiter, das nahm immer mehr zu. Da wurden also immer mehr Strafzahlungen angefordert von der US-Regierung. Und vor dem Hintergrund haben wir uns dann gesagt, in dieser Runde für die Vorbereitung der Luxemburg-Konferenz, also hier müssen wir nochmal vielleicht gemeinsam unsere Kräfte bündeln und etwas gemeinsam tun und dann auch möglichst nicht nur in Deutschland, sondern auch der Einfachheit halber im deutschsprachigen Ausland, sodass wir Kontakt aufgenommen haben mit der ÖKG und auch der Vereinigung Schweiz-Kuba. Und das lief dann im Herbst 2019. Das heißt, in einem Zeitraum von etwa 2 oder 3 Wochen wurde sehr viel plakatiert, also dasselbe Motiv in allen 3 Ländern, in verschiedenen Städten, zu verschiedenen Anlässen dann durchgeführt. Und wir haben Veranstaltungen gemacht, Veröffentlichungen und so weiter. Da das im Jahr 2019 so gut, also ziemlich gut geklappt hat, haben wir gesagt, okay, das müssten wir eigentlich fortsetzen, zumal Trump also weiter die Blockade vorangetrieben hat und über 240 Sanktionen und verschiedene Maßnahmen gegen Kuba verhängt hat in seiner Amtszeit, haben wir gesagt, wir müssen das nochmal verstärken. Und die Intention ging halt dann dahin, über unsere 3 deutschsprachigen Länder hinaus noch Akteure aus anderen europäischen Ländern zu erreichen. Und zwar vor dem Hintergrund, was ja eben schon gesagt wurde, und da fiel auch das Wort, wir machen dann auch was in Bezug auf die EU, weil EU und Bundesregierung eigentlich Komplizen sind. Wenn die nicht mitmachen würden, so reibungslos mit der US-Blockade, dann würde sie wahrscheinlich auch mehr Probleme kriegen. Dann wären die Sanktionseffekte wahrscheinlich nicht so hoch, wie sie momentan sind. Das heißt, vor diesem Hintergrund haben wir es tatsächlich geschafft, mit Hilfe der jungen Welt, die das dann auch koordiniert, das wird ja nachher nochmal dargestellt, aber auch mit verschiedenen Organisationen aus anderen europäischen Ländern, diese Kampagne zu starten. Der wirkliche Beginn war eigentlich schon im September letzten Jahres, weil in Aussicht stand, dass die UN-Versammlung, Vollversammlung, wo dann die Kuba-Resolution gegen die US-Blockade wieder zur Abstimmung gestellt werden würde, die sollte ja eigentlich wieder wie üblich im November stattfinden in New York. Wegen der Pandemie und anderen Problemen wurde das jetzt verschoben auf voraussichtlich den Juni. Das heißt, auch diese Kampagne Unblock Kuba im Jahr 2021 hat zum Ziel diese UN-Vollversammlung, diese Abstimmung, und bis dahin sollen verschiedene Aktivitäten dann stattfinden. Ich will vielleicht noch erwähnen, 2020, also vor knapp einem Jahr, war es so, dass deutsche oder deutschsprachige Künstlerinnen und Künstler, die irgendwas mit Kuba zu tun hatten oder sogar in Kuba tätig sind oder waren, dass die eine Petition gestartet haben, die mittlerweile 66.000 Unterschriften gegen die US-Blockade gesammelt hat. Und das finde ich schon erstaunlich und positiv, aber natürlich noch viel zu wenig. Und deshalb, denke ich mal, ist auch unsere Kampagne, hat den Anspruch, weit über unsere linke Solidaritätsszene hinauszugreifen und von daher auch andere Organisationen mit einzubeziehen. Und ich denke mal, dass nachher noch Zahlen genannt werden, wie viele Gruppen, es sind, glaube ich, wahrscheinlich schon über 100, die aus über 20 europäischen Ländern sich an dieser Kampagne jetzt beteiligen, mit sehr unterschiedlichen Aktivitäten. Und was noch wichtig ist dabei, nicht nur, dass wir breiter geworden sind von denen, die diese Kampagne tragen und voranbringen, sondern wir haben ganz bewusst gezielt auf unterschiedliche Zielgruppen. Einerseits die Politik, Petra hat es gerade schon erwähnt, also die US-Regierung natürlich, dann auch die EU, das Europäische Parlament, die Kommission, aber auch den Deutschen Bundestag, die deutsche Bundesregierung, weil die als Komplizen mitwirken, dass diese US-Blockade gegen Kuba, aber auch gegen das eigene Volk, gegen uns teilweise solche Wirkungen, solche destruktiven Wirkungen zeigt. Und der Anspruch ist dann,
also die Öffentlichkeit zu erreichen, mit sowas, wie wir das als Cross-Media-Strategie nennen, also Rundfunk, Fernsehen, Social Media und so weiter, wollen wir versuchen zu bestücken, damit diese Kampagne viel mehr Leute erreicht und einfach dieses Verbrechen am kubanischen Volk und diese Menschenrechtsverletzungen, dass die bekannter werden und wirklich als das, was sie sind, auch wahrgenommen werden, nämlich als Skandal. Es geht im Prinzip dann um die Politik der Angst, diese zu bekämpfen. Denn wir wissen aus vielen Studien oder auch Gesprächen, dass gerade Unternehmen in Deutschland, in anderen Ländern, die gerne in Kuba investieren würden, also mit Kubanerinnen Geschäfte machen würden, Innovation, Umwelttechnik und viele andere Dinge, dass die aus Angst vor den Sanktionen, vor den teilweise enormen Strafzahlungen, die die USA androhen, dass die davor zurückschrecken, Investitionen in Kuba zu tätigen oder Handel mit Kuba zu betreiben. Also das ist wirklich eine unglaubliche Sache. Und deshalb denke ich mal, die Idee, die eben Norman Pech nochmal eingebracht hat mit dem Internationalen Strafgerichtshof, das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, die wir bedenken sollten, um möglichst viel Druck auf die USA auszuüben oder auch auf unsere Regierung, die gegen die Kuba, gegen die Blockade nicht wirklich etwas machen. Also zum Beispiel auch die Abstimmung bei der UN-Vollversammlung fast jedes Jahr, mittlerweile zum 28. Mal würde das dann geschehen im Juni. Das sind ja nur symbolische Aktionen. Ne? Da hebt die EU die Hand gegen die Blockade und kann dann sagen, ja, wir sind ja gegen die Blockade. Aber wenn man dann wirklich genauer hinguckt, was tut die Bundesregierung, was tun die EU-Gremien gegen die Blockade konkret, dann sieht das sehr, sehr mau aus. Und die Briefe, die wir dorthin geschrieben haben, es wurde vorhin auch schon angedeutet, das sind wirklich ganz lapidare Antworten, die da teilweise erfolgen. Das sind im Prinzip Ausreden. Also von daher haben wir viel vor. Ihr könnt auf der Webseite unblock-kuba.org vieles finden. Die Informationen sind ja wahrscheinlich auch teilweise schon bekannt. Und es gibt mittlerweile schon, also heute zum Beispiel gab es sehr viele Aktivitäten in verschiedenen Städten, auch in verschiedenen Ländern. Und bevor wir übergehen vielleicht in diesem Rahmen, um über konkrete Aktivitäten zu sprechen, will ich vielleicht noch eine erwähnen, die vorgesehen ist, und zwar am 29. Mai, also etwa 2 oder 3 Wochen vor der voraussichtlich stattfindenden UN-Vollversammlung, wird es eine Raddemo in Berlin geben, von der Freundschaftsgesellschaft Berlin ausgerichtet, aber mit vielen anderen Gruppen, die sich beteiligen. Das wird dann gestartet, diese Raddemo, an der kubanischen Botschaft in Berlin und etwa in der Strecke von 6 Kilometern oder etwas mehr bis zur US-Botschaft führen. Und wir werden unterwegs in 4 Stationen kurz anhalten. Da gibt es ein bisschen Musik, ein paar Statements. Und damit wollen wir halt dann auch noch mal mehr Aufmerksamkeit erreichen, als das bisher gelungen ist. Und das ist im Prinzip genau das Ziel der Kampagne Unblock Kuba, mehr Leute zu informieren, was die Blockade eigentlich heißt für die Kubanerin, für die Kubaner, für das kubanische System, aber auch für immer mehr Akteure hier bei uns im Lande. Und vielleicht zum Abschluss nochmal, das Ziel ist das Ende der Blockade und wir wollen die Strahlkraft, wie Norman das vorhin genannt hat, die Strahlkraft Kubas wirklich auch stärken. Deshalb fokussieren wir auf Themen wie Gesundheitswesen, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und ähnliche Dinge, um zu zeigen, was Kuba trotz der Blockade und viele andere Probleme schon erreicht hat und was erreicht werden könnte, wenn die Blockade dann endlich mal weg ist. Und von daher hoffen wir, dass sich viele beteiligen an den einzelnen Aktionen bis hin in den Juni hinein, wenn die UN-Vollversammlung vermutlich einhellig wie bisher gegen die Blockade gestimmt. Und wir müssen dafür sorgen, dass nicht nur die Länder und die Regierung dagegen stimmen, sondern tatsächlich auch etwas konkret unternehmen. Vielen Dank. Dankeschön, Edgar. Es gibt jetzt ein paar Kommentare im Chat zu der Frage, kann man nicht auf die linken EU-Abgeordneten mehr Druck ausüben oder ähnliches. Auch noch ein Hinweis auf andere Aktionen. Aber ich würde jetzt gerne einen Gast begrüßen, der diesmal nicht aus der großen Bundesrepublik kommt und über sehr gute Erfahrungen berichten kann. Wir freuen uns sehr, dass bei uns jetzt sein wird,
Nathalie Benelli von der Nationalen Koordination der Vereinigung Schweiz-Kuba. Nathalie ist außerdem Europakorrespondentin des Women's Press Collective. Das ist eine alternative Medienorganisation in den USA. Kann man sich merken, auch wenn dazu Fragen jetzt nicht unbedingt an erster Stelle stehen würden. Trotz allem, es ist so, wie gesagt, im Chat steht die Frage, was kann man denn mit der EU machen oder geht da überhaupt noch was? Wir haben von einigen konkreten Aktionsvorschlägen gehört und ich möchte jetzt sagen oder Nathalie einladen mit einer Frage erstmal aktuell konkrete Soli-Aktionen gibt es in vielen Ländern an jedem 17. Ich weiß, dass man in der Schweiz auch schon mal ins Wasser gesprungen ist und da Transpis gehalten hat. In Deutschland, in Europa gab es sowas jetzt auch. Ich glaube aber nicht so spektakulär. Aber spektakulär habt ihr etwas in der Schweiz erreicht, was durchaus im Zusammenhang mit, sage ich mal, Politikern und Politik steht. Vielleicht kannst du uns dazu was sagen, bitte. Ja, herzlichen Dank für die Einführung und guten Abend auch von meiner Seite. Du hast es erwähnt, Petra, wir haben in der Schweiz in der Tat mit der Vereinigung Schweiz-Kuba in Zusammenarbeit mit anderen Solidaritätsorganisationen in der Schweiz, unter anderem auch Medikuba Schweiz, einen kleinen Erfolg zu verzeichnen, und zwar auf Ebene des Schweizer Parlaments. Wir haben 2019 eine Online-Petition gestartet in der Schweiz, um Unterschriften zu sammeln, mit denen wir die Schweizer Regierung, das ist der Bundesrat, auffordern wollten, sich aktiver gegen diese Blockade einzusetzen. Es ist so, dass die Schweiz, in der Schweiz die Blockade auch extraterritorial angewendet wird von Schweizer Banken, aber auch von Unternehmen. Also die Schweizer Banken, die verweigern zum Beispiel die Überweisung von Geldsendungen nach Kuba. Es gab Fälle, wo Medizinalfirmen sich geweigert haben, Beatmungsgeräte nach Kuba zu liefern. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Wir haben diese, wie gesagt, diese Online-Petition lanciert und konnten die dann am 10. Dezember 2019 der Bundeskanzlei übergeben. Und die wurde auch ein bisschen unerwartet, muss ich sagen, von der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates. Der Nationalrat ist die große Kammer des Schweizer Parlaments. Wurde die angenommen, überwiesen an den Nationalrat, und dieses Jahr im Frühjahr am 9. März wurde die angenommen mit 98 zu 89 Stimmen. Das heißt, die Große Kammer hat jetzt mit diesem Postulat, mit der Annahme dieses Postulats, der Regierung, dem Bundesrat, den Auftrag gegeben, dass erstens sich unsere Regierung in der UNO aktiver gegen die Blockade einsetzen muss. Und zweitens, dass die Bundesregierung Maßnahmen und Instrumente prüfen muss, um den Handel aus der Schweiz mit Kuba wieder möglich zu machen und auch Investitionen in Kuba aus der Schweiz zu ermöglichen. Das ist, muss ich sagen, für die internationale Solidaritätsbewegung mit Kuba auf jeden Fall als Erfolg zu verzeichnen. Es ist so, dass die Schweizer Regierung jetzt 2 Jahre Zeit hat, um diesem Postulat gerecht zu werden. Das heißt, sie muss jetzt in diesen zwei Jahren, wie gesagt, diese Maßnahmen prüfen und dann einen entsprechenden Bericht dazu abliefern. Ist ein erster Schritt, ist natürlich kein in dem Sinn Sieg über die Blockade, aber doch ein wichtiger politischer Schritt in Richtung Aufhebung der Blockade. Dankeschön, Nathalie. Ich denke schon, das ist ein herausragender politischer Sieg, wenn wir sehen, was sonst wo passiert. Also abstimmen in der UNO und konkret nichts tun oder genau das Gegenteil. Und von daher auch von uns nochmal Gratulation zu dem Erfolg. Wir sehen jetzt oder werden sehen ein paar Fotos, weil das ist auf der parlamentarischen, politischen Ebene euch gelungen. Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir tun. Was denkst du, wenn man mal sieht, dieses Postulat, wie das behandelt wird und umgesetzt werden
muss, wenn man überlegt, wie viele Menschen in der Schweiz oder europaweit bekommen das mit, im Verhältnis dazu, wie viele Menschen müssen wir noch erreichen, noch in Anführungszeichen, um sie über Kuba zu informieren und möglichst auch zu aktivieren. Dazu sehen wir vielleicht noch ein paar Fotos. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Wir wollen auch dein Bild nicht zerstören, aber es kann illustrierend sein. Ja, also die Fotos, die laufen, die sehe ich auch. Das sind ein paar Aktionen, die wir in letzter Zeit gemacht haben in der Schweiz. Die waren auch heute am 17. April wieder auf der Straße präsent mit einer Standaktion. Und ich denke wirklich, dass das ein entscheidendes Element dieser ganzen Kampagne sein muss. Also nicht nur, ich sage jetzt nicht nur Plakate aufhängen, sondern eben auch auf die Straße gehen und mit den Leuten zu sprechen. Wir haben auch, also ich habe auch heute wieder festgestellt, wenn man mit den Leuten spricht, dass eigentlich selbst die, die irgendwie vielleicht schon mal in Kuba waren oder Freunde kennen, die in Kuba waren und irgendwie das toll finden, eigentlich relativ wenig über diese Blockade wissen. Also heute kam häufig der Kommentar, ach ja, wirklich, wusste ich nicht. Ich habe gedacht, das sei jetzt irgendwie geöffnet. Also so Öffnung, Vorstellung von die Blockade ist weg, das ist irgendwie offenbar ein Thema. Und wenn man dann den Leuten erzählt, wie das auch in der Schweiz angewendet wird, eben extraterritorial, und das zum Beispiel unter Trump ganz viel wieder verschärft wurde, dann sind die meisten sehr erstaunt. Es ist ja auch so, dass die Medien, also die bürgerlichen Medien, uns da auf keine Art und Weise helfen. Im Gegenteil, es wird ja ein regelrechter Medienkrieg gegen Länder wie Kuba, aber auch zum Beispiel Venezuela geführt. Und auch da denke ich, ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir auf der Straße präsent sind. Und wenn ich vielleicht, also wir haben jetzt gehört, dass die UNO-Abstimmung wahrscheinlich Ende Juni stattfinden wird. Zumindest ist das aktuell das Datum, das wir haben, der 23. Juni. Und ich denke, dass gerade auch die Phase nach der offiziellen Plakataktion, die ja dann noch vorgestellt wird von der Jungen Welt, also die Phase zwischen, ich sage jetzt Mitte Mai und Ende Juni, auch sehr wichtig ist für Straßenaktionen, weil sie eben auch die Möglichkeit gibt, ich sage jetzt mal, eine Vorstellung davon zu erhalten, wie diese Plakataktion denn eigentlich wirkt. Also wenn man jetzt in Berlin oder dann auch Bern auf die Straße geht, kann man und mit den Leuten spricht, dann sieht man ja auch ein bisschen, haben die Plakate wahrgenommen, ist diese Botschaft rübergekommen oder besteht da weiterhin Informationsbedarf? Ja, wir haben auch vielleicht noch als letzten Punkt, wir haben auch so Plakate gemacht. Das geht ganz einfach. Kleine Plakate, sieht man das, mit so Informationen zur Blockade, wo dann auch gleich so die Widersprüche quasi aufgezeigt werden, und haben da eine Telefonnummer eingerichtet und eine E-Mail-Adresse, wo man noch mehr Informationen erhalten kann und dann auch quasi rausfinden kann, wie man da aktiv an dieser an der Kampagne sich beteiligen kann. Also finde es sehr wichtig, dass man wirklich den Kontakt zur Straße, sage ich jetzt mal, pflegt und intensiviert. So. Dankeschön, Nathalie. Stichwort Kontakt zur Straße. Es gab ja schon Aktionen, es gab ja die weltweite Karawane gegen die Blockade. Die ist von USA und Kanada ausgegangen und war im letzten Monat, sprich im März am 27. auch in Europa mit ziemlich spektakulären Aktionen zum Teil. Und da würden wir jetzt kurz einblenden, was mit Menschen auf der Straße zu tun hat, auch wenn es jetzt keine umfänglichen Gespräche sind, aber in Frankfurt schien die Sonne am Morgen und am Nachmittag, als die Aktion losging, goss es wie aus Kübeln, wie man so sagt. Also alles, fast alle flüchteten, aber ein paar Menschen kamen zu dem Infostand und die haben jetzt versucht zu interviewen, um auch über die neuen Medien ein paar Meinungen zu zeigen, die nicht direkt von organisierten Kuba-Soli-Menschen kommen. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Und bitte das. Und freuen uns, hier noch zwei Companieras zu haben, und fragen Sie, warum seid ihr heute hier? Dass wir müssen solidarisieren mit dem kubanischen Volk und
Deswegen sind wir hier, trotz Regen, trotz allem, immer für die Revolution. Wir sind heute angekommen, um diese Initiative zu unterstützen, gegen diese Blockade gegen Kuba, die seit 60 Jahren gibt. Und wir hoffen, dass die heutige USA-Regierung diese Blockade stoppt. Ja, hallo. Wir stehen hier in Frankfurt vor dem Denkmal David von Grönland. Ich finde, das ist ein ganz schönes Gleichnis, ein ganz schönes Beispiel. Der David verkörpert ein bisschen für mich auch dass den Kampf des kubanischen Volkes gegen die imperialistische Großmacht USA. Den Kampf dagegen. Wir sind hier heute, um die Bevölkerung aufmerksam zu machen, über den Wirtschaftskrieg gegen den die USA, die imperialistische Großmacht USA gegen Kuba führt. Und ich bin heute hier, um das zu unterstützen, ganz einfach. Hier haben wir Informationen zur Impfkampagne. Wir grüßen euch und bitten um Unterstützung. Grüße aus Frankfurt. Ja, vielen Dank dafür. Also schlechtes Wetter, kein extra Mikro dabei gehabt, aber wir haben diese Interviews verbreitet und die werden zum Teil auch ganz gut angeschaut. Es ist halt sehr lebendig und manche Leute werden auch neugierig. Ihr habt gesehen, was da für Material verwendet wird. Ich habe jetzt das eine Datum genannt, den 27. März, an dem Aktionen stattfanden. Das war im Rahmen, wie gesagt, der weltweiten Kampagne sozusagen, der Karawane. Aber wir sind heute konkret hier bei dem, was auch vor allen Dingen dank der Organisationsarbeit der jungen Welt mit großem Aufwand nicht nur in Deutschland wie 2019 im Wesentlichen, sondern letztlich in ganz Europa mit Schwerpunkt Österreich, Schweiz und Bundesrepublik stattfindet, zu informieren und wie gesagt nochmal einen Impuls zu setzen. Ein bisschen ist es vielleicht gelungen, aber jetzt bitte ich Jonas Pohle von der Jungen Welt, dass er uns sagt, was gibt's da noch extra, was man nutzen kann, was ihr einsetzt, was uns allen und damit hoffentlich auch Kuba hilft. Bitte Jonas. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Es wurde ja schon einiges gesagt, was wir mit der Kampagne erreichen wollen, und das ist vor allem eine Öffentlichkeit zu schaffen, aber auch die USA unter Druck zu setzen und auch die europäischen Regierungen, damit sie endlich diese Komplizenschaft aufgibt und sich aktiv für ein Ende der Blockade einsetzt. Insgesamt beteiligen sich über 100 Organisationen aus 27 Ländern an der Unblock-Kuba-Aktion. Und wir werden in den europäischen Städten und beispielhaft jetzt für Österreich, Deutschland und Schweiz in Bern, Berlin und Wien Plakate hängen haben. Ab dem 27., wenn dann die Hauptphase läuft, soll Radiowerbung geben, Anzeigenschaltung und natürlich auch verbunden mit Aktionen, also so einer crossmedialen Kampagne, damit eben die breite Öffentlichkeit, aber auch in der Politik das Thema wahrgenommen wird und die entsprechende Aufmerksamkeit erfüllt. Im Rahmen der Kampagne werden wir auch in der Jungen Welt eine Serie veröffentlichen, die sich mit der Blockade, aber auch den Auswirkungen der Blockade auf das alltägliche, das politische, das soziale, das kulturelle Leben beschäftigt. Ich möchte noch einmal verweisen auf die Internetseite unblock-kuba.org. Dort finden sich zahlreiche Termine. Das war ja auch schon eine der Fragen in den Kommentaren. Gibt es eine Übersicht? Ja, die gibt es dort. Die wird auch regelmäßig gepflegt. Neue Termine kommen hinzu. Da kann man sich informieren. Außerdem gibt es dort Berichte von den verschiedenen Aktionen, Fotos, aber auch Artikel und Hintergrundinformationen. Es gibt die Informationen zu den Spenden, weil diese ganze Aktion wird allein durch Spenden finanziert. Dort finden sich dann entsprechend die Kontoinformationen für Deutschland. Das läuft über das Netzwerk Kuba, für Österreich, da läuft es über die Österreichisch-Kubanische Gesellschaft, ÖKG,
und für die Schweiz natürlich über die Vereinigung Schweiz-Kuba. Und es gibt Material, das wir zur Verfügung stellen. Einerseits sind es zum Beispiel Online-Banner, die man runterladen kann und über seine eigenen sozialen Netzwerke verbreiten kann, die man aber auch auf seiner Website einbinden kann. Es gibt ein Videoclip, der genutzt werden kann, auch gerade in den sozialen Netzwerken. Und es gibt auch einen Radiospot zum Runterladen. Hier kann man auch sich an freie Radios wenden oder wer jemanden kennt, der einen Podcast hat. Da kann es natürlich überall eingebunden werden und auch damit helfen, eine breite Öffentlichkeit zu schaffen. Und man hat die Möglichkeit, Aktionspakete zu bestellen mit Flyern, Plakaten und Aufklebern. Da gibt es ein Formular auf der Website unblock-kuba.org oder aber es kann auch direkt im Aktionsbüro der Tageszeitung Junge Welt bestellt werden, aktionsbüro@jungewelt.de, und dann schicken wir die Materialien umgehend zu. Wichtig ist, das hat ja auch Nathalie schon gesagt und Petra hat es bestätigt, wir müssen eben auch auf die Straße, trotz Pandemie, natürlich immer unter Berücksichtigung der Gegebenheiten, der Abstände, aber wir müssen sichtbar sein und auch die Menschen erreichen. Und neben dem Digitalen ist es eben auch das Reelle und sie dort informieren und sie auch gewinnen, dass sie sich selber einsetzen, dass die Blockade beendet wird. Und genau. Wie gesagt, wir sind jetzt bei knapp 100 Organisationen aus insgesamt 27 Ländern. Es ist natürlich auch alles nicht ganz einfach mit der Koordinierung, auch wegen der Pandemie. Wir machen jetzt auch eine Online-Veranstaltung und keine Präsenzveranstaltung. Hat seine Vorteile und ja, ist nochmal eigentlich jetzt der Aufruf an alle, beteiligt euch, informiert euch, werdet aktiv und auf der Internetseite unblock-kuba findet ihr ganz viele Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Dankeschön, Jonas, und gleichzeitig Entschuldigung, und zwar auch konkret an Jonas. Wir wollten nämlich vor deinem Beitrag noch den Spot einblenden, an dem du einen großen Anteil hast und den man in den Social Media, da wird er auch schon genutzt, einsetzen kann. Er wird dort schon genutzt, aber nicht alle müssen ihn kennen, die hier sind. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns diesen Spot jetzt anschauen und vielleicht gleich danach noch etwas, wo man sieht, welches Material da ist und wie man das geschickt nutzen kann. Dazu können wir dann auch nach dem Spot und nach dem Einspieler oder beim Einspieler zwei Worte sagen. Ich würde mich bei Michael jetzt schon mal bedanken, weil der uns hier ganz toll hilft für den Spot jetzt. Danke. Cuba, que linda es Cuba. Stopp. Wirtschaftskrieg gegen Kuba beenden. Europaweite Solidaritätsaktion. Informiere dich. Werde aktiv. unblock-kuba.org. Dankeschön für den Spot. Das war jetzt der visuelle in Verbindung mit dem Radiospot, würde ich sagen. Ich kannte vorher den Radiospot nur in seiner Rohversion. Auch da Gratulation und Dank an Tobias Thiele. Also den könnt ihr euch auf unblock-kuba.org herunterladen und die angesprochenen Aktionspakete und die Plakate, die ihr seht. Bei mir seht ihr nur irgendwie ein Stückchen von dem Transparent. Das kann man auch super nutzen. Da wird man durchaus drauf angesprochen, was das bedeutet. Genau dieses hier, das gibt es auch als Plakat und das ist schon sehr einfallsreich in Heidelberg genutzt worden. Das können wir jetzt auch gleich sehen. Dank Michael, wie gesagt, werden wir sehen, Heidelberg gepflastert für unsere Verhältnisse mit Unblock Cuba Plakaten. Etwa 60 Plakate wurden dort aufgehängt als Veranstaltungshinweis. Wir wissen, dass Plakatierung in den einzelnen Städten durchaus sehr unterschiedlichen Bedingungen unterworfen ist. In Heidelberg kann man das als Veranstaltungshinweis machen, wenn man zum Beispiel in einer Ecke des Plakats den Hinweis auf eine Online-Veranstaltung anbringt, die man natürlich auch durchführt.
aber die Anzahl der Plakate, das weiß ich nicht, wie das die Compañeras, Compañeros in Heidelberg hinbekommen haben. Ich hoffe, wir bekommen jetzt die Bilder oder das Video von Heidelberg hin, das wäre super. Danke. Solidarität von Kuba Heidelberg. Wir haben in den letzten Monaten über die Aktion Unblock Kuba gehört und haben mit der Kooperation der Stadt Heidelberg und mit der Werbung gegen die Blockade Kuba haben wir seit 4 Wochen die Plakate Unblock Kuba gehängt und es wird noch 4 Wochen dauern, bis das alle Menschen hier sehen und wir werden weiterhin gegen die Blockade Aktionen unterstützen und bis zur Abschaffung der Blockade gegen Kuba wünschen wir euch viel Erfolg und wir werden natürlich auch über die Kooperation mit anderen Kuba-Gruppen und noch Umweltgruppen gegen die Blockade vorgehen und viel Erfolg wünschen wir euch und bis bald, dass wir schnell wie möglich für Ende der Blockade gegen Kuba was erreichen können. Viel Erfolg! Ja, danke schön. Leider ist da der Fari und nicht die Reihe der Plakate zu sehen. Das könnt ihr euch in Heidelberg anschauen, falls ihr jemanden dort besuchen könnt oder dort tätig seid. Oder wenn ihr auf der Seite von unblock-kuba.org seid oder auf der Seite des Netzwerk Kuba oder der Freundschaftsgesellschaft Kuba. Dort sind Materialien, Hintergrundinformationen und Daten zu den Veranstaltungen vorhanden. Jonas, ich glaube, ihr habt noch eventuell, wenn ich es richtig aufgepasst habe, auch noch eine Sonderinformationsreihe sozusagen gemacht, was der jungen Welt beilegt. Und du bist ja auch verantwortlich für die Granma, ne? Magst du dazu noch was sagen? Genau. Wir vertreiben im Auftrag der Kubaner die Granma International als die deutschsprachige Ausgabe, die als Monatsauszeitung erscheint. Und die lag heute der Tageszeitung Junge Welt bei. Damit erreichen wir auch sehr viele Menschen, eben mit diesem wichtigen Zeitungsprojekt aus Kuba, wo man eben auch im Originalton nachlesen kann, was die Kubanerinnen und Kubaner bewegt und auch ihre Sicht der Dinge erfährt. Und das andere, die Serie, kurz nochmal erwähnt, ab dem 27. April berichten wir bis zum 6. Mai jeden Tag im Teil einer Serie eben über Kuba, über Auswirkungen der Blockade in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Dankeschön, Jonas. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir die wesentlichen Fragen beantwortet haben. Auch die Frage, ob man mehr Druck auf die EU aufbauen kann. Dazu wurde einiges gesagt. Es gibt einiges an Petitionen. Wie gesagt, immer der Hinweis auf die genannte unblock-kuba.org-Seite beziehungsweise auch auf die anderen Seiten. Informiert euch dort bitte. Ich würde gerne, nachdem auch keine weiteren anderen Fragen mehr im Chat sind, würde ich gerne darum bitten, dass alle, die heute hier aufgetreten sind, ich sag mal als Referenten oder Menschen, die informiert haben über Kuba geschichtlich aktuell, was wir tun können, dass alle die nochmal erscheinen. Genauso bitte ich auch darum, dass Michael Wögerer von der ÖKG, oje, das ist ein Video, ich gar nicht angesagt habe, dass der auch nochmal erscheint. Da möchte ich allen, die hier zu sehen sind, herzlich danken, inklusive Michael, der nicht zu sehen ist, aber ohne ihn hätten wir es gar nicht hinbekommen. Ich bin ja auch mal zwischendrin rausgeflogen, wo er gerettet hat. Danke nochmal. Möchte ich Ihnen allen danken, allen, die dabei sind und sich interessieren. Und zum Abschluss vor einem Hinausschleichen auf die Straße für Kuba mit einem kubanischen Video. Michael, danke an deine Unterstützung und Österreich ist auch dabei. Deswegen bitte
vorher das österreichische Video, dass man sieht, ihr tut auch was und noch mehr als die Technik im Hintergrund. Dankeschön und schon mal auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt die ÖKG Oberösterreich mit ganz speziell einer speziellen Aktion. Wie eine digitale Aktion im Rahmen der Unblock-Kuba-Aktion aussehen kann, zeigt die österreichisch-kubanische Gesellschaft Oberösterreich. Sie postet Fotos mit Personen, die die Forderung und das Motiv der Unblock-Kuba-Aktion in die Kamera halten, zusammen mit Forderungen und Infos über die Blockade und über die Auswirkungen in den sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook. Vielen Dank. Und dem letzten Foto entsprechend, Patria Muerte Venceremos. Dankeschön, auf Wiedersehen und hört euch das Video an. Genießt es. Bis demnächst auf der Straße. No fue en vano, ni los aplausos que damos a los médicos cubanos.
si pasa en el Congo. Stopp. Wirtschaftskrieg gegen Kuba beenden. Europaweite Solidaritätsaktion. Informiere dich. Werde aktiv. unblock-kuba.org